Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Polizei 2013, die Simulation oder sowas ähnliches. So ist, glaube ich, der Titel. Wir sind so richtig gut im Moment. Wir sind so gut in diesem Spiel. Wir sind zu gut für das Spiel, kann man schon fast sagen. Und während wir jetzt auf das Auto warten, ach nee, da ist es schon, wir sind jetzt zivil unterwegs, ne? Ist ja im Moment special. Während wir jetzt hier noch ein bisschen rumfahren, wollte ich gerade noch was sagen. Ich habe auch noch eine witzige Story. Man überlegt, das mache ich gleich. So, jetzt erstmal die Sache, das Spiel ist ja schon ein bisschen älter. Das haben auch viele jetzt mittlerweile bemerkt. Trotzdem kommt das bei euch ziemlich gut an. Und deswegen wollte ich einfach mal sagen, wenn ihr Spiele habt, die es noch nicht auf dem Kanal gibt, die ihr aber hier gern mal sehen wollt und wo ihr sagt, habe ich noch einen Steam Key über, dann sendet uns gerne so einen Steam Key, dann spielen wir das in den meisten Fällen auch gerne. Also es geht da schon um Simulationstitel und schreibt am besten auch vorher dazu, welches Spiel das ist. Aber eine Mail oder... Oh, Hooligans, ach du Scheiße. Eine Mail oder hier auf YouTube so eine Nachricht oder sowas, das wäre super. Also ist natürlich nur ein Angebot. Keiner muss das machen. Was sind denn hier Hooligans? Hier drin? Hey. So. Den nehmen wir gleich fest. Jetzt müssen wir erstmal hier. Und dann geht's los. Komm, lass mich hier raus. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir den hier noch bekommen. Wo ist er? Da hinten war doch noch einer. Okay. Ja. Der ist einfach jetzt erfolgreich geflohen. Er wurde auch nicht von der Polizei hier oder von dem System registriert anscheinend. Ja, das ist jedenfalls die eine Sache. Also wie gesagt, das ist nur ein Angebot, da muss sich jetzt keiner... Wir wollen keinem das Geld aus der Tasche ziehen, also sondern... ihr werdet verstehen können, dass wir uns nicht jedes Spiel einfach kaufen können. Jeden Müllwagen-Simulator oder... In Bus-Simulator oder sowas. Aber wenn ihr sagt, das möchte ich diesen Simulator möchte ich unbedingt, dass ihr den mal spielt, den gibt es noch nicht auf dem Kanal, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Ihr könnt uns natürlich auch immer oder könnt mir auch gerne immer in den Kommentare schreiben, wenn ihr irgendeinen Wunschtitel habt. Meistens lässt sich das ja jetzt auch einrichten, solange sich das halbwegs im Rahmen hält, ist das ja auch kein Problem. Ist nur, wie gesagt, jetzt mal ein Angebot gewesen. So. Dann die zweite Sache, man überlegt ja immer mal wieder, was man so in so Folgen erzählen kann. Und da ist mir eine lustige Geschichte von der Gamescom eingefallen, während ich dann nämlich ein Interview gemacht habe. Ich glaube, es war zu dem Landwirtschaftssimulator 15, der Gold-Edition oder dem Lenkrad oder beim, ich weiß es nicht mehr. Oh ja, es war vielleicht auch zum Bus-Simulator oder zum, ja, ich glaube, irgendwie sowas war das jedenfalls. Standen eine Entwicklerin, die ich noch von letztem Jahr kenne, und ein PR-Manager, den ich schon länger kenne, der auch sehr nett ist. Ein Passant wurde von einem PKW angefahren. Bewerten Sie die Situation vor Ort und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Die standen so da, während ich das Interview gemacht habe, und die haben geredet. Und ich habe ganz offensichtlich mitbekommen, dass die über mich geredet haben. Das hat natürlich ein bisschen abgelenkt, weil das mich immer sehr irritiert, wenn Leute so, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute über mich sprechen, das finde ich immer extrem komisch. Es gibt ja Leute, die stören sich nicht wirklich daran, aber ich finde das irgendwie komisch. Naja, stellt sich aber auch raus, war gar nicht böse gemeint, die haben beide nur über mein Alter gerätselt. Da fand ich, das ist mir eben nochmal eingefallen, das finde ich immer noch lustig, weil genau der PR-Manager nämlich heute Geburtstag hat, ist mir die Geschichte nochmal eingefallen.
Und Krankenwagen, wie immer, kann nur die Polizei rufen. Nur die hat die Befugnis. So. Die Befragung erhebt, dass Raphael Günther Verkehrs... Raphael Günther, was ist das für ein Name, Freunde? Raphael Günther. Günther ist ein Vorname. Und Raphael auch. Rafa. Rafa Günther. Verkehrsregeln nicht beachtet hat und die Schuld an dem Unfall trägt. Sie stellen der Person einen Strafzettel aus. Okay. Wie stelle ich der Person denn einen Strafzettel aus? Abschleppfahrzeug wird benötigt. Okay. Ah, nee. Ich dachte, ich könnte hier so ein schickes Foto machen. Hey, gut gemacht. Ja, okay. Da haben wir alles gemacht hier anscheinend. Die haben also über mein Alter gerätselt. Und das war schon echt witzig. Die Entwicklerin, die hat mich, glaube ich, relativ richtig eingeschätzt. Aber der PR-Manager hat mich viel zu alt eingeschätzt. Fand ich, wie gesagt, fand ich vor dem Hintergrund echt witzig. Aber... ja, das war einfach mal so eine Anekdote. Da dachte ich mir, das kann man vielleicht mal in einer Let's Play-Folge erzählen. So. Jetzt haben wir wieder so viel erfolgreich abgeschlossen. Ich bin mal echt gespannt, wann wir ein neues Gebiet bekommen. Oder bekommt man Zusatzgebiete? Naja, das wird sich alles rausstellen, ne? Wird sich alles rausstellen. Noch 5 Minuten lang geht unsere Schicht. Da kann natürlich noch einiges passieren, in den meisten Fällen passiert da aber eher weniger. Aber man weiß es ja nie, man weiß es nie. So. Fahren wir auch mal hier lang. Und da sehen wir schon den ersten, den nächsten, der hier nicht ganz korrekt parkt. Man könnte sogar sagen, falsch parkt. Da wir bei der Polizei arbeiten, kümmern wir uns darum. So. Brandstiftung. Brandstiftung. Der Täter hat ein Fahrzeug in Brand gesteckt. Ermitteln Sie am Tatort, finden und verhaften Sie den Täter. Gut, dann geht's mal wieder los. Haben wir wieder einen neuen Einsatz. Okay, ich glaube, wir sind gerade schon vorbeigefahren. Es scheint hier irgendwo zu sein. Ach, da vorne. Ja, ja. Ist ja ein Ding. Fragen wir doch erstmal die Person. Guten Tag. Name der Person? Zoe. Zoe. Auch so ein Name. Zoe. Raphael. Zoe. Die Entwickler waren kreativ. Sie kann keine Angaben zum Täter machen und zum Tathergang auch nicht. Vermutlich. Ja, untersuchen wir den Tatort hier mal. Nicht mit der Polizeikelle, sondern natürlich mit dem Ding. Sie haben einen Fingerabdruck sichergestellt. Lassen Sie ihn im forensischen Labor untersuchen. Gut, das machen wir. Fahren wir hin zum forensischen Labor. Vielleicht rufen wir schon mal so einen Abschleppwagen. Abschleppfahrzeug, bitte kommen. Und... hallo, Sie stehen da scheiße. So, und während das gemacht wird, werden wir uns jetzt mal auf dem kompliziertesten Weg, den man hier wählen kann, der Wache nähern. Was ist das hier? Das muss doch auch weg, oder? Ja, okay. Das will keiner wegräumen. Kehrmaschine können wir hier leider nicht rufen. Fahren wir zum forensischen Labor. So. Und hier sind wir auch schon. Und dann werden wir das Beweisstück, das Fundstück, mal
analysieren. Das ist ja immer sehr effektiv in dem Spiel. Das haben wir schon in den letzten Folgen immer wieder erfahren können, dass man anhand von Lackspuren das Kennzeichen ermitteln kann. Ne? Wissen wir alles mittlerweile. Identifikation Erik Lorand. Ja, sag ich ja. Meistens sind die vor der Wache direkt. Wenn man jetzt in den Wagen einsteigt, dann sieht man es oft schon. Okay. Heute mal nicht. Doch. So, fragen wir mal nach. Die Person verweigert jede Aussage. Dann abtransport. Ich würde sagen, das war ein sehr schneller Zugriff, ne? Aber wer verdächtig ist, der ist verdächtig. Das ist die Lebensweise, die ihr euch mal bemerken könnt. Ne? Hey, gut gemacht. So, schauen wir mal über Rot. Wir sind die Polizei, wir dürfen das alles. Ja, Falschparker. Gibt's hier wenig. Sie sind mir unangenehm aufgefallen. Durch ihre Visage. Person unverdächtig. Gut, dann steigen wir wieder ein. Das ist das Tolle. Man kann hier total willkürlich handeln. Ach, hier steht immer noch der Kanister. Wir werden jetzt mal... Keine relevanten Daten vorhanden, schade. Ja, fahren wir mal eine Runde durch den Park, würde ich sagen. Wir dürfen das ja. Wo war denn der nochmal? Hier, nee. Aber es sieht schon gut aus. Es war irgendwo in... Es ist irgendwo in... Polizeinähe. Nee. Eine Person wurde der Ausweis gestohlen. Ausweis gestohlen. Suchen Sie in der näheren Umgebung nach dem Täter, halten Sie fest und lassen Sie ihn abtransportieren. Okay. Ihre Schicht ist fast zu Ende. Bitte schließen Sie alle restlichen Notrufe ab. Das machen wir gerade. Aber mal gucken, ob wir es noch schaffen. Das wird eher schwierig. Wo soll das sein? Ach, da hinten. Ja, das geht nicht. Müssen wir uns mal einen Weg suchen, schnell. Das ist jetzt hier etwas schwierig. Wir müssen irgendwie... Ah, okay, haben wir nicht mehr geschafft. Gut, Notrufe abgeschlossen. 15 von 16, Tagesbefehl abgeschlossen. Punktzahl, Tagesbefehl 12.500. Aktuelle Gesamtpunktzahl 68.2250. So. Ja, das ist jetzt unser aktueller Stand. Würde ich sagen, ist schon eine ganz gute Punktezahl. Haben auf jeden Fall uns ordentlich Mühe gegeben. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann.